Hier ist HR3. Was haben Sie eigentlich für ein Verhältnis zu Ihrer Küche? Ja. Morgens wahrscheinlich oft nur ein kurzes Käffchen machen, abends vielleicht mal was kochen. Aber machen Sie sich Gedanken über Ihre Küche und vor allen Dingen über die Küche der Zukunft? Wahrscheinlich nicht. Das macht aber Carsten Küber beruflich. Er ist Industriedesigner und Inhaber des Designbüros Aroma ID in Offenbach. Die sind ausgezeichnet worden mit dem Future Living Award 2013 und kennt sich aus. Mit ihm wollen wir sprechen über das Thema die Küche der Zukunft bei unserem HR3-Telefon. Herzlich willkommen, hallo. Schönen guten Tag. Ja, wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaue, sage ich mal die nächsten 10, 15 Jahre, was ändert sich da in meiner Küche? Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich noch nicht so dramatisch viel ändern. Wir werden auch in der Zukunft vor allem in der Küche essen und kochen und uns wohlfühlen und freie Zeit genießen. Und ich denke aber, dass sich ein aktueller Trend verstärken wird, dass die Küche noch mehr der wichtigste Raum im Haus oder der wichtigste Raum einer Wohnung sein wird, so wie es das eigentlich in der Kulturgeschichte schon immer der Fall war. Das heißt also auch bei der architektonischen Planung einer Wohnung werden die Küchen in der Tendenz eher wieder größer? Richtig. Ich glaube, Wohnzimmer werden langfristig wieder verschwinden und die Küche wird einfach der Raum sein, in dem sich die Familie, in der sich die Wohngemeinschaft trifft. Das ist ja wie bei einer Party. Da treffen sich ja die netten Leute auch immer in der Küche, ne? Absolut. Also da ist nichts Negatives dran zu sehen. Jetzt mal so rein technisch. Was wird da in den nächsten Jahren an Neuerungen kommen? Also wir glauben, dass natürlich bestehende Technik erstmal noch eine ganze Weile auch so bleiben wird, wie wir das kennen. Wir werden auch in Zukunft noch eine Spülmaschine haben. Wir werden auch in Zukunft noch einen Mixer oder einen Toaster in der Küche haben. Und dann in weiterer Zukunft stellen wir uns auch vor, dass neue Technologien in die Küche kommen. Zum Beispiel gibt es in der Industrie jetzt schon die Technik, dass man mit einem scharfen Wasserstrahl Materialien schneidet. Und wenn man mal rein aufs Design guckt, das war jetzt eher der technische Aspekt. Ja. Wie sieht da die Küche der Zukunft aus? Die Küche, wenn sie mehr zu einem Wohnraum wird, dann wird der Tisch auch viel mehr ein Teil der Küche. Und wir glauben ganz stark, dass Küchenanbieter in Zukunft auch eben den Tisch mitliefern müssen. Und der Tisch wird dann auch die Kochfläche sein, etc. Interessant. Inwiefern wird denn das Thema Energieeffizienz da noch eine Rolle spielen? Also an der Stellschraube wird man so weit drehen, wie es nur irgend möglich ist. Wir werden zum Beispiel bei einem Toaster in Zukunft, wenn ich dort die Möglichkeit habe, zwei Scheiben einzulegen, dann wird der Toaster selber erkennen, dass nur eine Scheibe drin ist und nur diesen Bereich heizen. Also das sind so Kleinigkeiten, die an jeder Ecke helfen werden, Energie zu sparen. Wird es jemals eine Abzugshaube geben, die in der Lage ist, den Geruch von Wiener Schnitzel aus der ganzen Wohnung zu verdammen? Denn das ist mein Problem. Ich möchte regelmäßig mein Haus verkaufen. Wenn ich sowas gekocht habe, frittiert habe, ja, das stinkt wie Schwein. Gibt es da leistungsfähigere Geräte in der Zukunft? Also da würde ich erstmal mit dem Koch sprechen, welches Öl oder welches Fett er benutzt. Und nein, ich denke, Gerüche gehören zum Kochen dazu und das wollen wir auch weiterhin haben. Dann lerne ich einfach, das schön zu finden. Ja, bitte. So machen wir das. Ja. Carsten Küber ist Industriedesigner und weiß, wie die Küche der Zukunft aussieht. Ganz herzlichen Dank für die Informationen. Sehr gerne, Herr Frühling. Hat mir Spaß gemacht. Danke. HR3. Alles, was dich bewegt.